Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Schwarzwald-Radio-Adventskalender. Der befindet sich hier und ist super schwer. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Letztes Jahr hat mein Stiefschwiegerpapa in Spee irgendwie so den quasi gehabt und geöffnet und hat mich da auch so ein bisschen heiß drauf gemacht, um das mal so zu sagen. Und ja, dann gab es den dieses Jahr für 99,90 € und dann habe ich Nicole gefragt, hast du Bock? Und sie hat gesagt ja und wir haben den beide bestellt. Deswegen seht ihr bei ihr auch das Video gerade online ploppen. Also schaut gerne bei ihr nach diesem Video vorbei für eine zweite Meinung. Der ist super schwer, ich muss ihn kurz abstellen. Der soll einen Warenwert von über 200 € beinhalten. Und ja, also keine Ahnung. Der Mann hier vorne guckt uns auf jeden Fall sehr brummig an. Auf der anderen Seite haben wir eine Frau, die verträumt in die Gegend schaut. Die haben aber halt so Trachten an. Das ist ganz nice. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was dieser Adventskalender uns so bieten möchte. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Guck mal, ich bekomme hier am 1. Dezember direkt zwei Produkte. Das finde ich sehr charmant. Einmal haben wir hier drin Kürbiskerne. Gerüstete, steirische Kürbiskerne, karamellisiert mit Annapurna Curry. Aha, okay, da muss ich gucken, ob ich das mag. 50 Gramm sind hier drin enthalten, denn normalerweise bin ich jetzt nicht so der ultimative Curry-Fan. Muss ich mal gucken. Von Marzin ist das. Okay, ja, ist interessant. Wird auf jeden Fall mal ausprobiert, ne? Und hier ist noch als zweites Produkt drin enthalten. Knackig, kernig, köstlich. 41 Rezepte mit Haselnüssen, Walnüssen und Mandeln. Und das ist vom... Oder das ist das Nusskochbuch von dem Schwarzwaldradio selber. Kenne ich jetzt so nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man das so kaufen kann, ob das jetzt irgendwie einen speziellen Wert hat. Spaghetti mit Walnusshack. Oh, das sieht sehr, sehr lecker aus. Informationen über Mandeln, Kalbsfilet mit Mandelkruste. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Am 2. Dezember können wir uns die Lady anschauen und haben auch wieder zwei Produkte drin. Das finde ich richtig cool. Landjäger. Oh, das sind Würstchen. Von Schaufler ist das Ganze. Und wir haben hier drin... Oh, die riechen gut. Oh, da muss ich mich ein bisschen mit meinem Freund drum kloppen. Tja, 100 Gramm steht hier. Nee, weiß ich nicht. Zwei Würstchen. Ich glaube, das sind... Sind das dann 100 Gramm? Ich denke... Glauben wir mal, ne, dass es 100 Gramm sind. Ja. Als nächstes haben wir von Coco. Nein, was bist du? Gerstenmalz. Es ist Malzbier. Das könnte was für meinen Freund sein. Zusammen mit Holunderbeerensaft ist das Ganze. Hopfenhefe. Nee, das ist mit 6% Alkohol. Okay. 330 Milliliter. Und ja, das ist der Stil Red Elder IPA. Black Forest Brewing. Schwarzwald aus der Dose. Red Elder IPA. Also so schaut es auf jeden Fall aus. Sagt mir so nichts. Aber das finde ich auf jeden Fall spannend. Wir trinken hier jetzt ja nicht so unbedingt irgendwelche alkoholischen Getränke. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir das dann irgendwie in den Adventskalender für meinen Papa oder für Schatzis Papa oder irgendeinen unserer Stiefpapas reinpacken werden. Ist ganz süß so, ne? Mit der Taube hier vorne drauf. Jo. Oh, guck mal, ich habe die Chance auf ein goldenes Ticket. Hier habe ich jetzt den 3. Dezember und da sind drei Sachen drin enthalten. Einmal haben wir hier Menthol Fuß- und Beincreme. Das finde ich schön. Badestrand Kosmetik GmbH aus Ilbesheim. Okay, 30 Milliliter sind hier drin. Ja, sowas ist halt wirklich dann für müde Füße und müde Beine gedacht, wenn man jetzt irgendwie eine ganze Nacht irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt war. Für Fuß- und Beincreme aus dem Schwarzwald muss es sein. Nein, für Fuß- und Beincreme aus dem Schwarzwald muss es sein. Ah, okay. Das ist süß. Wir haben ein Beauty-Produkt hier drin. Dann haben wir Weihnachten kann kommen vom Schwarzwaldradio irgendwelche Schwarzwaldtaler, die man sammeln kann. Ich weiß nicht, was man mit Schwarzwaldtalern macht, aber die kann man wohl sammeln. Okay. Und dann habe ich, das ist witzig, Fichte Xmas Edition, also Fichte Granatapfel, eine Xmas Edition. Das sind von der Bären Company 18 Gramm. Das sind so ganz spezielle Weingummis. Interessant. Teebeeren, Fichtennadel, Granatapfel. Abgefahren. Hier haben wir die Nummer 4. Ich habe ihm sein Herz geöffnet und habe entnommen Aprikosensenf mit 100 Millilitern. Das ist von Bernhard Wiedemar aus Appenweier. Okay. Finde ich interessant, finde ich lecker, finde ich ansprechend. Also Senf, ne, kann man halt einfach zu vielem essen. Und genau, damit Aprikosen. Ich mag ja gerne, wenn man sowieso bei herzhaften Speisen Apfelmus mit dazu macht. Also quasi die fruchtige Komponente ist halt meins. Und dann habe ich hier noch einen Lippenpflegestift.
Ja, Vanilla Lip Care Shiny Red, das ist ja cool. Von Anomed oder Janomed? Wovon bist du denn? Janomed, 4,5 Gramm. Das finde ich schön. Ich weiß jetzt nicht, ob der mit einer Färbung ist. Das wäre dann natürlich blöd für die Herren, die den Adventskalender auspacken und jetzt nicht unbedingt eine rote Lippenfarbe haben möchten. Ja, der hat eine Färbung mit drin, ne? Ja. Oh, der riecht aber richtig toll nach Vanille. Mmh, witzig. Was man hier auch für Firmen drin findet, ne? Am 5. Dezember haben wir auch wieder zwei Sachen drin. Einmal Aldegott Winzer Einblick Riesling Trocken aus Baden. Das sind 250 Milliliter und das ist ein trockener Qualitätswein, deutscher Wein, Erzeugerabfüllung. Das finde ich nice, dass man halt quasi von so einem ortsansässigen oder dort regionalen Winzer entsprechend einen Wein bekommt. Ich meine, ich wohne nicht im Schwarzwald, aber ich denke, dass zum Beispiel Nicole das feiern wird, wobei sie nicht die alkoholischen Getränke feiern wird, das weiß ich jetzt schon. Dann haben wir hier noch etwas von Gilde aus Bocholt mit dabei, 100% Polyester, aus robustem Filz gefertigt. Das ist ein Filzuntersetzer. Schade, dass nur einer drin ist, aber schön ist er auf jeden Fall. Das ist halt hier mit so einem Hirsch drauf abgebildet. Das mag ich gerne leiden. Und hier hinten sind dann halt so ein paar Klebis mit Infos. Ja, schön. Gildehandwerk.de. Schön, schön, schön. Der 6. Dezember darf super gerne was Besonderes sein. Erstmal haben wir eine extra Chance an Nikolaus Adventskalender 2025 geschenkt. Oh, da muss man eine Glücksnummer eingeben und gucken, ob man einen bekommt. Ab dem 6.12. bis 26.12. veröffentlichen wir täglich um kurz vor 9, kurz vor 13 und um kurz vor 16 Uhr mehrere Glücksnummern in unseren Radioprogrammen. Mehrfachnennung möglich. Ah, schwierig. Im kommenden Jahr stellt Ihnen Nikolaus Ihren Schwarzwald-Adventskalender vielleicht gratis vor die Tür. Bitte bewahren Sie diese Karte gut auf und merken Sie sich Ihre Glücksnummer. Ja, was mache ich denn jetzt hiermit? Weiß ich wirklich nicht. Wir machen einfach in diesem Video eine kleine Verlosung. Keine Ahnung. Können wir vielleicht ja machen. Ich verlose euch meine Glücksnummer. Ja, das muss nämlich hier irgendwie dann auch an das Radio geschickt werden. Wir machen das einfach so, dass wenn du jemand bist, der Schwarzwaldradio hört, schreib das bitte in die Kommentare rein und unter denjenigen, die dann auch entsprechend das geschrieben haben, dass sie dann auch gegebenenfalls Interesse daran hätten, diese Glücksnummer zu gewinnen, kann ich die dann ja auch verschicken. Einfach in Briefumschlag und dann zu euch schicken an jemanden. Ne? Das werde ich dann auslosen. Also, ne, genau, also, ja, weil ich höre das Radio halt einfach nicht, das macht ja nicht so viel Sinn. Und vielleicht wird die Nummer genannt und dann ist dann Adventskalender hinter und du hättest die Möglichkeit, das ist halt auch blöd. Hier ist aber noch ein zweites Produkt drin enthalten und zwar, das ist ja süß. Nein, ist das süß. Oh, das muss man doch aufziehen. Ja. Mein Herz geht auf. Ich weiß nicht, damals meine Großeltern hatten ach guck mal. Leute, ich zeige euch das jetzt erstmal. Also erstmal seht ihr hier dann den Kasten, wie wunderschön sieht der bitte aus. Keine Ahnung, wie man für sowas einen Wert dann festlegt, ne? Richtig hübsch gemacht. Und dann kannst du das so aufklappen. Und genau sowas, das hatten meine Großeltern damals in so einem, die hatten so ein Ferienhaus. Da hatten die so einen Setzkasten und da war das drin. Und das habe ich halt immer wieder gespielt und ich fand das so toll damals. Das ist halt so ganz oldschool, ne? Du hast hier halt so eine Rolle und da sind verschiedene Erhebungen drauf. Und dadurch, dass die Rolle sich dreht, wenn man das hier halt an der Seite dreht, warte, das kann man doch zeigen, bewegen sich halt diese Pins. Wie cool. Also es stand online, dass hier Alkohol drin enthalten ist. Am 7. Dezember haben wir auch wieder welchen drin von Evermann. Ja, Theo Black Forest Double Distilled Blended Whisky mit 40% Alkohol. Und hier sind 100 Milliliter drin. Mein Freund hat damals der hat Whisky gesammelt. Ne? Also da hatten wir auch sehr, sehr hochwertigen auch mit dabei. Das kommt von der Bimmerle KG aus Aachen. Okay, ja. Und da hätte er sowas safe auch gefeiert. Ne? Muss ich ihn mal fragen. Vielleicht möchte er es auch reinstellen, weil wenn dann halt Besuch vorbeikommt, dann bietet er das halt auch so ein bisschen an. Ach was, die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht und es ist hier super viel drin. Wir fangen erstmal mit dem Großen an. Mugge Segele im alemannischen Sprachraum ist ein Mugge Segele eine scherzhaft gebrauchte, sehr kleine Einheit für Länge, Volumen, Gewicht oder Zeit. Sie bezieht sich auf das Geschlechtsorgan der männlichen Stubenfliege. Amorelie ist verlinkt.
Dem Säggele, einer Muck also, verdanken wir diese Bezeichnung der allerkleinsten Maßeinheit frech. Wer die ganz genaue Größe eines Mugge-Säggele angeben will, muss genau hinschauen. Denn das Geschlechtsorgan ist nicht viel größer als 0,2 mm. Das ist Kaffee. Das sind Bohnen. Das ist ja nice. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist von Arnolds Kaffeemanufaktur. Das ist übrigens nicht, also das ist vorne. So schaut das einmal aus, ne? Und ja, der will die ganze Zeit die Frau hier hinten fokussieren. Fokussier das hier vorne, liebe Kamera. Vielen Dank. Und ja, Schwarzwald, Muggesäckele-Misch. Muggesäckele finde ich einfach witzig als Wort. Ja, kann man gut gebrauchen. Okay, also, aber wir haben noch mehr drin. Dann haben wir noch eine Gutscheinkarte über 20 Euro bei YouTryMe. Die ist bis 1.7.2027. gültig. Das ist natürlich lang. Okay, YouTryMe hat ja diese Boxen. Da gibt es übrigens auch einen Adventskalender, den ich auch bestellt habe. Und man bezahlt wohl immer 29,90 Euro. Das heißt, dann kriegst du 20 Euro Rabatt und zahlst nur noch 9,90 Euro. Ja, und hast halt Warenwert von 40 bis 60 Euro, klar, ne? Das kennt man ja auch. Und bitte Zahlungsart Vorkasse wählen. Das hast du dann auch noch mit dabei. Weiß ich nicht, ob man das dann auch irgendwie mit preismäßig aufführt. Vielleicht machen wir das. Dann habe ich hier noch was mit drin. Und zwar Boar Gin. Was? Boar Distillery aus Bad Peterstal. Ja, wir haben hier wirklich ziemlich viel Alkohol drin. Des Kaisers liebste Beeren und Kräuter. Kaliber Likör. Okay, interessant. 40 Milliliter, 35% Alkohol sind hier drin. Kann man sich mal angucken. Und dann habe ich hier das Spekulatiusgewürz von Just Spices mit dabei. Das scheint aber eine Zugabe von YouTryMe zu sein. Und da sind 15 Gramm drin enthalten, hat aber auch seinen Wert, muss man wirklich sagen. Schaut euch auf jeden Fall auch gerne mal den Just Spices Adventskalender an. Habe ich euch im i verlinkt, ne? Und da könnt ihr auf den Adventskalender mit Just Claudi sparen. Und ihr könnt aufs ganze Sortiment eigentlich immer auch mit Just Claudi was entweder umsonst bekommen, also ein Goodie, ne? Oder halt Rabatt bekommen, also dementsprechend. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Wow, die 8 hat echt gekracht. Was ist das denn? In der Nummer 9 dürfen wir uns auch wieder über zwei Produkte freuen. Ich wusste nicht, dass Tesa auch aus dem Schwarzwald kommt. Interessant. Da haben wir Tesa-Filmrolle drin. Ah, herrlich. Aus Norderstedt kommen die. Nee. Hä? Das ist, hat doch überhaupt nichts. Was hat das denn damit zu tun? Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Hier ist Tesa drin. Okay, und dann habe ich hier noch von Kreativ aus Offenburg etwas drin. Das ist natürlich süß hier gemacht mit dem Schleifchen, ne? So ein kleines Geschenk. Und das sind hier irgendwelche Seiten. Kann man sich so hinhängen. Sind so Sticker drauf. Frohe Weihnachten und Flügel und Nikolaus. Das ist eine Weihnachtsgirlande aus Büchern. Feiert man sowas? Ich kenne den Hintergrund dann natürlich nicht, ne? Meins ist es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt, dass ich mir das so hinhängen würde. Auch in der Nummer 10 darf es mit etwas Bastelmäßigem weitergehen. Daheimsein.com Geschenkanhängerset. Sowas ist aber eigentlich immer ganz sinnvoll, finde ich, ne? Weil wenn es dann Richtung Weihnachten geht und man dann auch drüber nachdenkt, Weihnachtsgeschenke halt zu packen und so, dann hat man hier süße Anhänger mit dabei. Genau, und auch entsprechend so eine kleine Kordel. Und dann steht hier auch drauf, kleine Freude von Herzen, ho, 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 alles Liebe. Also es sind 4 Stück, die in so einem gedeckten Ton sind, ne? Ja, kann man gebrauchen, ist ganz süß. In einem 100-Euro-Adventskalender, weiß ich nicht. Aber es ist auch nicht alleine im Kläppchen. Denn wir haben hier noch eine Marmelade drin, oder? Nee, ähnlich. Schokoaufstrich aus Kirschen. Aufs Brot. Schoko-Kirschtraum. Hol dir den einzigartigen Geschmack einer Schwarzwälder Kirschtorte aufs Brot, in den Joghurt oder einfach pur in den Mund. 210 Gramm. Und das ist von der Firma Feines aus dem Schwarzwald. Herb. Sebastian Herb, honig-schnaps.de. Aha, interessant. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das mag. Ich bin ja eigentlich nicht so der ultimative Fan von Schokolade in Kombination mit Obst, ne? Mal gucken. Am 11. September, die erste Schnapszahl, haben wir den Theo hier drin, der Essigbauer, Brauer, Essig. Brauer, genau. Schwarzwald, Balsamico, nicht gefiltert, nicht erhitzt, naturbelassen. Williams Bier, ne? Mit 100 Millilitern. Ja, ein Essig. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und was die da alle für Manufakturen haben, das finde ich schon cool. Zur Halbzeit haben wir was von DM hier drin. Und zwar den DM Bio Akazienhonig mit 250 Gramm. Sitzen die da in der Nähe? Weiß ich nicht. Was steht denn da? Ja, in Karlsruhe, ne? Ist das dann da in der Nähe? Ist das im Schwarzwald? Ich weiß es wirklich nicht. Wow. Erdkunde und ich? Nein. Aber Honig finde ich auf jeden Fall richtig nice.
auch am 13. Dezember haben wir hier zwei verschiedene Sachen drin. Einmal von Armbruster, meine Bäckerei, Stollenkonfekt. Wie geil ist das denn? Das wird nicht überlebt haben, bis ihr das Video seht, Leute. 90 Gramm sind hier drin enthalten und finde ich sehr, sehr cool, dass wir hier einfach mal Stollenkonfekt drin haben. Ey, richtig nice. Ich esse sowas ja ganzjährig, ne? Butterstollenkonfekt mit Marzipan-Füllmasse. Großartig. Okay, das ist für mich ein mega Adventskalender-Produkt. Und dann haben wir hier von Gilde Was zum Kuckuck ein Magneten. Ja, sowas finde ich immer nice. Sowas ist bei uns auch immer in der Küche am Backofen und auch an der Mikrowelle dran, ne? Finde ich süß. Ist zwar, ja, ganz entspannt hier so draufgeklebt, ne? Aber finde ich schön. Ich habe eine Dosenader gefunden, denn auch am 14. Dezember haben wir eine Dose drin. Das ist Schaufler Leona, Schwarzwaldmetzgerei, Leona Dose. Interessant. 200 Gramm. Ja, Leona. Das ist irgendeine Wurstart, oder? Und das ist hier halt so drin. Ja, stimmt. Das ist wie so eine Kinderwurst, oder? Finde ich gut. Okay. Schaufler aus Offenburg. Die hatten wir doch eben schon. Waren das nicht die auch? Ja. Guck, die haben uns auch schon Würste gegeben. Auch am 15. Dezember haben wir hier zwei verschiedene Geschichten drin. Einmal haben wir Marzin Gewürzsalz Nummer 5, das Gemüsegewürzsalz für Gemüse und vegetarische Gerichte von dem Restaurant Landglück in Nesselried. Ja, okay. Da sind 50 Gramm drin und das ist von Ronny Marzin, den hatten wir eben hier auch schon irgendwo, in Appenweiler. Genau, da weiß ich jetzt nicht, wer von den beiden das jetzt ist, weil beide sind hier drauf vermerkt, ne? Aber finde ich sehr, sehr gut, denn so ein Salz kannst du immer gut gebrauchen. Das ist schön. Ja, und dann haben wir noch Schwarzwaldwürze drin. Ein Flammkuchenrezept hast du ja auch mit dabei. Das ist 10 Gramm mit Meersalz, Zwiebel, Knoblauch, Thymian, Gewürzen, geräuchertem Salz, Zucker und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch irgendwie was Spezielles. Ja, das ist in diesem kleinen Pöttchen drin. Finde ich eine sehr niedliche Darreichungsform, um das mal so zu sagen. Auf jeden Fall schöner als das Sachet von Just Spices. Das war ja nicht so liebevoll wie dieses kleine, was man... Das will nicht fokussieren, ne? Der will immer hier den Menschen auf dem Adventskalender fokussieren. Genau. Und wo kommst du denn weg? Ich muss ihn doch eigentlich draufschreiben. Schwarzwald-würze.de. Ja, guck. Am 16. Dezember sind auch wieder zwei Produkte drin. Einmal von Wild, ungezähmter Genuss, Bratapfellikör mit 50 Millilitern von Franz Wild aus Gengenbach. Genau, so schaut der einmal aus. Ja, finde ich auf jeden Fall schön, aber echt viel Alkohol hier drin. Ne? Bei Jean Lassalle wusste ich nicht, dass die auch im Schwarzwald sitzen. Die kommen aber wohl aus Kiel. Und hier haben wir 75 Milliliter von einer Handcreme drin enthalten. Sowas kann man eigentlich ganz gut in der Winterzeit gebrauchen, wenn man sowieso etwas trocknere Haut hat. Ne? Finde ich cool. Also das ist halt auch ein Produkt, wo ich halt auch ein bisschen mehr Bezug habe, ne? Weil hauptsächlich Beauty-Kanal und so. Eine Woche vor Heiligabend haben wir hier was ganz Spektakuläres drin. Und zwar Schwarzwälder Tannenliebe als Gelee. www.tannenliebe.de. Okay, das ist wirklich mit einem Auszug aus Tannenspitzen gemacht worden. Das ist ja aufregend. 150 Gramm sind hier drin enthalten. Ich mag sowas ja super gerne riechen, aber mag ich sowas auch essen? Auf dem Brot? Ich weiß ja nicht. Aber interessant ist es. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wir haben hier tatsächlich einfach Spätzle drin. Das feiere ich sehr. Armbruster Bauernspätzle aus rein naturbelassenen Rohstoffen und hier sind 250 Gramm drin. Hier steht auch drauf, schwäbische Spätzle. Ich finde das cool. Also sowas hier drin zu haben, wäre das jetzt nicht unbedingt ein Tannengelee, würde ich tatsächlich sagen, Nudeln mit Marmelade, voll mein Ding. Hier muss ich einfach mal gucken. Aber ja, finde ich gut. Am 19. Dezember haben wir hier auch wieder was aus dieser Bernhard Wiedemar Appenweiler Manufaktur. Ne? Und zwar sind das 100 Gramm von einem Kräutermeerrettich. Das finde ich auch richtig, richtig cool. Also das sind halt auch so Sachen, kann ich mir so gut vorstellen, dass wir die dann auch wirklich bei uns in die ganz normale Speiseroutine mit integrieren können. Und dann habe ich hier nochmal, nee, doch nicht, Fruchtgummi-Spezialitäten aus Herbolzheim mit Liebe hergestellt, Beeren Company Shop. Und hier sind 20 Gramm von veganen Himbeerherzen drin. Das ist süß. Das ist wirklich süß. Aus Herbolzheim. Aha. Und sie sagt Herbolzheim, weil ich das irgendwo schon mal gehört habe. Naja, auf jeden Fall habe ich hier am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er-Bereich, Spargel drin. Richtig geil. Spargel im Glas, Obst- und Spargelhof, Familie Wurt in Zussenhofen, Oberkirch, Zussenhofen sitzen die. Und das sind wie viel Gramm? Das steht jetzt so, glaube ich, nicht ganz drauf, ne? Ein Glas. Weiß ich nicht. Das muss ich noch recherchieren. Aber das finde ich super geil. Muss ich wirklich sagen. Also,
Richtig, richtig, richtig cool. Ne? Das sieht so edel aus. Wir haben auch bei uns in der Nähe hier so einen, ja, so einen Hof halt, wo dann auch man ja im Hofladen sowas kaufen kann. Und da könnte ich mir so krass vorstellen, dass ungefähr, keine Ahnung, 75% oder so von dem, was hier liegt, jetzt nicht unbedingt das Tesafilm, ne, aber dass das alles dort auch zu finden ist. Am 21. Dezember haben wir schon wieder hier so ein bisschen Stoff drin, ne? Also es ist ein Stoff-Adventskalender von Fies, Original Fies, Schwarzwälder Feingeistbrennerei, badisches Obstwasser, 100 Milliliter sind hier drin, ein Obstbrand, eieiei, Obstler war ja auch echt mal so ein Ding hier vor ein paar Jahren, ne? Meine Güte, haben die das hier alle getrunken. Meine Güte, das ist krasses Zeug, das ist eine wunderschöne Flasche, wirklich schön. Da habe ich damals auch gelernt, dass man sowas tatsächlich zimmerwarm trinken soll. Und dann haben wir hier, Advent, Advent, bereits die dritte Kerze brennt. Heiligabend steht vor der Tür und wir möchten uns schon jetzt bei Ihnen für das zurückliegende Jahr bedanken. Genießen Sie die Feiertage und kommen Sie gut ins Jahr. Wir hören uns. Das ist natürlich süß. Der 22. Dezember enthält auch wieder zwei Produkte, die zweite und letzte Schnapszahl. Einmal haben wir hier eine 24-Stunden-Creme von Chiara Ambra Black Forest Pure. Ja, eine 24-Stunden-Creme, das ist zertifizierte Naturkosmetik und hier sind 50 Milliliter drin. Auch das kommt aus dem Schwarzwald wohl. Made in Germany steht hier auch schön drauf. Und das kommt aus Neuried. Ja, cool. Also kann man gut gebrauchen. Ist noch original so zugeklebt, ne? Und das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt nicht mit dem kompletten, ne? Aber ja. Die Fallaele 3 Frucht mit 30 Gramm habe ich hier drin enthalten. Eine kleine Marmelade. Und wer mein Glückvideo gesehen hat, ist im E verlinkt, weiß, dass ich eine regelrechte Obsession für so kleine Gläschen habe. Am 23. Dezember habe ich Janomed, das tut deiner Haut gut, Nagelfit mit 12 Millilitern. Das ist ein Nagelserum quasi. So schaut es aus. Und da haben wir wohl irgendwie Panthenol und sowas mit drin, ne? Genau, das kann man immer gut so für die Nagelhaut und die Finger so verwenden. Nagelhaut und die Fingernägel, so. Genau, das ist einmal dieses Serum, finde ich richtig nice. Kann man wirklich gut gebrauchen, am Tag vor Heiligabend nochmal sich die Nägel schön zu machen. Und jetzt bin ich so gespannt, was wir am 24. Dezember hier drin haben. In 21 habe ich aber kurz vorher nochmal hier die Waldfruchtminze von Vivil ohne Zucker. Das ist da gerade runtergefallen. Oder ich habe es irgendwie übersehen. Mensch, ne? Das sind so Pastillen mit Waldfruchtminze-Geschmack ohne Zucker. 28 Gramm sind hier drin. Und das ist auch aus der Region, aus Offenburg. Interessant, ne? So, 24. Dezember. Hier habe ich einen Schwarzwald-Memo. Aber kein goldenes Ticket, nein. Genau, da habe ich das daheimsein.com. So schaut es aus. Das ist erstmal so ein Würfel. 20 Kartenpaare. Was mache ich damit? Aus Donaueschingen. Das ist ein Memory. Also das ist hier wirklich so ganz ordentlich drin. Mein Monk innerlich freut sich wie Bolle, ne? Da kann ich euch ja mal so ein paar Motive zeigen. Da haben wir Bäume, einen Tannenzapfen, eine Kuckucksuhr, eine Schwarzwälder, wie heißen diese Hüte, weiß ich nicht, ne? Eine Frau mit diesem Schwarzwälder Hut. Was ist das? Eine Maske, für Fasching wahrscheinlich, ja. Ist das ein Schlittschuh? Nee, das ist ein Wanderschuh. Was hat, ich will jetzt nicht Captain Nemo sagen, aber was hat dieser Mensch mit dem Schwarzwald zu tun? Das muss man herausfinden. Schwarzwälder Kirschtorte, noch ein Schwarz, ist es ein Memory. Geil. Das finde ich cool. Eine sehr andere Nummer 24. Ja, also das ist ja jetzt gewesen, der Schwarzwald-Adventskalender. Ich finde den Inhalt tatsächlich so, wie ich ihn mir auch ein bisschen erwartet habe, um ehrlich zu sein. Ein bisschen zu viel Alkohol für meinen Geschmack, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich mir gewünscht, dass hier ein paar andere Sachen anstelle von Alkohol drin sind. Aber naja, trotzdem sind hier sehr coole Sachen drin. Ich glaube, mein Highlight wird der Spargel sein oder so. Vielleicht aber auch das Stollenkonfekt. Ich weiß es noch gar nicht. Aber ich finde ihn sehr, sehr nice. Und ich finde auch, für 100 Euro, wenn man aus dem Schwarzwald kommt oder wenn man ursprünglich aus dem Schwarzwald kommt und den einfach so als kleiner Heimatsgruß sich kauft, das kann man ja einfach sich nach Hause bestellen, ne? Ist es gar nicht so verkehrt. Vielleicht wohnt man ja auch irgendwie irgendwo im Norden, ne? Vermisst die heimischen Spezialitäten, dann kann man sich den bestimmt bestellen oder halt auch verschenken an jemanden, der eben weggezogen ist. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, der macht Spaß. Ich bin gespannt, was Nicole dazu sagt. Die ist ja wirklich dann auch, glaube ich, ne? Einheimische? Ist die Einheimische? Ich glaube schon. Nicole, wohnst du im Schwarzwald?
Ich glaube schon. Ihr Lieben, was denkt ihr über den Adventskalender? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.